29. Juli 1916. Drei Soldaten wollten auf Bela Kiss Anwesen Benzinfässer als Kriegsbedarf konfiszieren. Doch in den Fässern fanden sie kein Benzin. Willkommen im Hotel Hoffmann. Im Angesicht des Todes ist alles andere bedeutungslos. Es ist soweit. Hast du das gehört? Was ist denn das hier für ein Hotel? Hast du meinen Sohn schon kennengelernt? Und was für ein Typ hängt sich die Todeskarte in sein Auto? Ein sadistischer Serienmörder.